Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Die Frage ist jetzt wirklich, wie begleitet man diese Umsetzung? Wir sind da ja am Anfang erst und deshalb glaube ich, dass es nicht reichen wird, dass wir nur die Ergebnisse in den Ausschüssen hier behandeln, sondern wir brauchen dafür eine Kommission, die das wirklich systematisch betreut und auch mit begleitet. 5 der 10 Mordopfer lebten in Bayern. Fühlt man sich da besonders auch aufgefordert? Ja, ganz klar. Ist ganz da. Ich bin absolut gegen Rechtsextremismus und wir müssen hier natürlich ganz streng arbeiten, dass das sowas nicht mehr möglichst nicht mehr vorkommt. Man wird es vielleicht nicht verhindern können, aber alle Erkenntnisse müssen wir, wie gesagt, umsetzen, die sich daraus ergeben. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Ich denke schon, dass so ein Sicherheitsbericht einfach auch die Hintergründe besser abdecken kann und auch erforschen kann. Und das ist in dem Zusammenhang einfach schon auch eine wichtige Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann. Das, was die SPD konkret fordert, sind natürlich enorme Kosten, die auf uns zukommen könnten. Wurde im Bund, glaube ich, schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Also ich halte das für wenig sinnvoll. Und wie gesagt, der Dunkelziffer ist eine Dunkelziffer, weil man es halt einfach nicht genau benennen kann. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Der Innenminister hat auch die Polizisten angewiesen, hier mit aller Härte vorzugehen, um uns diese wunderbare Geschichte einfach nicht zu vermiesen. Aber natürlich sind auch die Sportvereine, es geht ja hier explizit auch um Fußball, hier sind natürlich auch die Sportvereine und die Stadieneigentümer sehr gefragt, um hier alles zu machen, um den überwiegenden Menschen, die friedlich zur Sportveranstaltung gehen, das auch weiterhin zu ermöglichen. Ich denke schon, dass man auch als von der staatlichen Seite her die schon existierenden Projekte einfach unterstützen muss. Es gibt ja viele Fanprojekte, gerade in diesem Profibereich. Ich glaube, unser Problem ist eher auch der Amateurbereich, dass wir dort nochmal hinschauen und die vorhandenen Strukturen dort stärken. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu Plenum TV.